Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich bin immer noch in Potsdam. Mache heute meine dritte Sporteinheit in Potsdam. Wie geil ist das denn? Ich laufe jetzt in den Parc Sanssouci. Und da war ich jetzt schon. Aber ich laufe noch ein bisschen darum, weil das ist ein gutes Pflaster zum Laufen. Ich melde mich gleich nach dem Intro. Piu, piu. Rechts von mir ist wieder Sanssouci. Ich laufe einfach nur den Hauptstrang hier geradeaus durch. Ja, natürlich muss ich um die Brunnen herum, ist klar. Aber ansonsten laufe ich jetzt erstmal geradeaus durch bis zum neuen Palais. Und dann sehen wir mal, was passiert. Welche Wege ich hier noch einschlage in dem Park. Wetter ist gut. Hat heute Morgen ordentlich geregnet. Dadurch habe ich auch meine Regenjacke mal angezogen. Aber wir sehen mal, wie es weitergeht. Jetzt bin ich bis zum neuen Palais durchgelaufen. Und laufe nochmal die Front entlang. Ganz schön nah, das neue Palais, und ganz schön groß. Aber laufe jetzt nochmal die Front entlang. Dann mache ich einen U-Turn und die gleiche Strecke wieder zurück. Ich bin jetzt 20 Minuten unterwegs knapp. Und dann gucke ich mal, wo ich noch lande. Vielleicht mache ich nochmal eine Schleife irgendwo. Ja, das ist es. Potsdam. Bis gleich. Bei der Gelegenheit zeige ich das neue Palais noch mal ein bisschen größer. Hat man ja nur ganz nah und ganz groß gesehen. Und hier fast in der Totalen. Ja. Schaut euch an. Mann, oh Mann. About 1990 durch Helmut Kohl. Der hat es drauf gehabt. Das war ein richtig guter Bauherr. Können Sie froh sein, die Aussicht, dass sie den hatten, dass er hergekommen ist und alles umgekrempelt hat. Da kommt Wind. Wahrscheinlich bläst gerade der Helmut von oben und sagt halt die Fresse. Verrat doch nicht alles. Gleich bin ich an dem Schloss Orangerie angekommen von Sanssouci. Und da mache ich natürlich wieder die Treppen hoch. Habe ich meine letzten Einheiten auch gemacht. Treppen hoch muss sein. Mache ich die kleine Schleife und dann geht es heimwärts. Aber das ist noch ein weiter Weg. Hört es kurz an. Ja, also ich melde mich mit den Treppen. So, das ist der Beweis, ich mache die Treppen zwischen allen Touris durch. Ist klar, dass die Touris natürlich doof gucken. Logisch, ne? Ich bin auf jeden Fall schon mal oben. Im Hintergrund sorgst du sie wieder. Und jetzt mache ich wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Hier bin ich vorhin auch gestartet. Naja, eigentlich in meiner Unterkunft, aber hier an dem Monument bin ich vorbeigekommen. Und hier endet das Ganze auch wieder. Bedeutet, dass ich jetzt nur noch zu meiner Unterkunft laufe. Hier ein Stückchen den Berg hoch. Und dann war es das für heute. Das waren gut 50 Minuten dann. Und das reicht mir für den heutigen Tag. Ich bin ja ziemlich fleißig in Potsdam. Muss man zugeben. Ja, also, ihr könnt das auch machen. Egal wo ihr seid, könnt ihr laufen gehen, runter vom Sofa, Sport machen. Gar nicht so schwer. Wird so ein paar Minuten sind. Also, Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.